30. November, 10.43 Uhr, ein sonniger Tag, unschuldige Menschen. Ein Lastwagen nähert sich vom westlichen Eingang. Hey Kumpel, du kannst hier nicht parken! 10.45 Uhr. Keine Zeit mehr, etwas dagegen zu tun. Das ist der aufsehenerregendste Mordfall in der britischen Geschichte. Sie und Miss Howe verteidigen den mutmaßlichen Terroristen. Und Sie arbeiten für die New York Times. Ich spreche nicht mit Journalisten über Verfahren, wenn sie die nationale Sicherheit betreffen. Gibt es irgendetwas, das Sie daran hindern könnte, diesen Fall zu übernehmen? Nein, Euer Ehren. Nein, gibt es nicht, Euer Ehren. Es liegen Beweise gegen Sie vor, von denen die Anklage glaubt, sie sollten vor der Öffentlichkeit und Ihnen geheim gehalten werden. Sie sind in meine Kanzlei eingebrochen. Ich denke, da irren Sie sich. Claudia, wir werden manipuliert. Binnen 6 Monaten steigt unser Mandant vom Taxifahrer zum Besitzer eines Mercedes auf und gibt 2 Riesen die Woche aus. Woher kommt all das Geld? Er war V-Mann des britischen Geheimdienstes. Er sollte Sie vor dem Anschlag zur Terrorzelle führen. Und das ging nach hinten los. Vor dem Bombenanschlag gab es keinen Kontakt zwischen dem MI5 und dem Angeklagten. Verteidiger, die die falschen Fragen stellen, die werden überflüssig. Es gibt über 500.000 Überwachungskameras in London und ich bin sicher, 50 Dutzend beobachtet sie gerade. Es gibt Leute, die wollen unbedingt eine Verurteilung. Sie hätte besser den Mund gehalten. Der MI5 tötet keine Menschen in der Heimat. Wo sind Sie da bloß hineingeraten? Wir versuchen nur, unseren Mandanten zu verteidigen. Hör zu, lass alles stehen und liegen. Verschwinde von da, sofort! Da sind Kräfte am Werk, die weder Sie noch ich jemals kontrollieren können. Es hat ihr Spaß gemacht. Sie wird wieder zuschlagen. Sie soll hübsch sein. Drunk Lady, Drunk Lady, Drunk Lady. Schneller! Sie haben das Jahrhundert geformt. Und das müssen Sie noch einmal tun.